Ihr habt vielleicht bereits einige schöne Personenwagensets von McLean, die auch werkseitig schon mit Innenbeleuchtung, teilweise sogar mit Passagieren ausgestattet sind. Meistens handelt es sich ja hier um die Insider-Modelle oder die Modelle der MAI. Wenn dem aber nicht so ist, beziehungsweise ihr euren restlichen Bestand an schönen Personenwagensets auch nachträglich noch mit einer schönen Innenbeleuchtung ausstatten wollt, mit stromführenden Kupplungen, mit Passagieren und das Ganze vielleicht auch noch flaggerfrei, dann müsst ihr euch eben gewisse Fragen stellen. Und diese Fragen, die wollen wir heute in diesem Video für euch, mit euch beantworten. Ja, moin moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Herzlich willkommen hier auf MMC Mobile TV. Ich bin der Guido Meissner und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie im Intro angekündigt, geht es also heute um das Thema Wageninnenbeleuchtung, stromführende Kupplung, das Ganze möglichst auch noch flackerfrei. Und naja, wenn wir schon Wagen beleuchten, dann sollten wir sie auch mit ein oder zwei Figuren versehen. Sonst sieht das Ganze ein bisschen merkwürdig aus, es sei denn, es handelt sich alles um Zugleerfahrten, aber das glaube ich dann nicht. Also es geht natürlich auch um die Möglichkeiten, günstig Passagiere in unsere Waggons zu setzen. Ich rede hier natürlich, ihr wisst, wir sind ein Puko-Küsser-Kanal. Also wir reden hier in diesem Beispiel dann auch über ein McLean-Wagenset, was uns freundlicherweise der Markus Rexig zur Verfügung gestellt hat. Und wie ihr alle wisst, ist Markus Rexig ein großer NOHAB-Fan und somit auch ein DSB-Fan. Also deswegen haben wir heute, und das ist aber einfach nur exemplarisch, ein wunderschönes DSB-Personenwagen-Set von ihm, fünfteilig, was wir beleuchtet haben, was wir umgebaut haben, und davon handelt dieses Video. Es wird ein etwas längeres Video, wie ihr das von uns gewohnt seid. Also eine gute Stunde werden wir mit Sicherheit vollkriegen, zumal es im Prinzip zwei Teile in diesem Video gibt. Nämlich einmal werde ich euch einiges zeigen. Ich habe hier ein paar Aufnahmen gemacht. Vor mir steht auch ein schöner Zug, nämlich mit diesem fünfteiligen DSB-Wagenset. Ich habe aber im Vorfeld auch schon einige kleine Videos dazu gedreht, um euch nachher zu zeigen, wie schön das Ganze funktioniert und mit welchem Endergebnis wir denn uns begeistern können. Und der zweite Teil ist, und das ist das Besondere auch an diesem Video, Christian Hanke war so lieb und hat diese Waggons für uns beleuchtet, sprich er hat die Lötarbeiten und Lötarbeiten überwiegend vorgenommen, sprich die elektrischen Kupplungen verlötet, angeschlossen an die Platinen, Durchlässe, Elkos, ein wichtiges Thema, kommen wir später auch noch zu. Das war eigentlich, und da kann ich euch ein Bild einblenden, wir haben uns eigentlich am Sonntag vor zwei Wochen hier zu dritt getroffen. Also sprich der Christian Hanke, wer ihn nicht kennt oder immer noch nicht kennt, hat auch einen YouTube-Kanal, Hammerburg, und er ist der Mitbegründer und Administrator vom McLean H0 Forum auf Facebook. Und wir sind dort ja Hauptsponsor, also MMC. Und deswegen gibt es diese Verbindung zwischen Christian Hanke und mir auch schon viele, viele Jahre. Christian Hanke, im Gegensatz zu Markus Rexig und mir, hat überhaupt kein Problem und ist auch wirklich fit, was Löten etc. angeht. Ihr wisst es vielleicht, ich habe es auch schon oft genug erzählt, Löten ist nicht wirklich mein Ding. Also ihr könnt mich gerne an Landschaften ranschicken. Ich mache euch Wasserfälle, ich mache euch Blumen, bestreue euch alles, begrüne Felsgestaltung, Wassergestaltung, all das, das ist mein Thema. Oder schöne Loks präsentieren, all solche Dinge. Aber Löten, ich weiß nicht. In diesem Leben wäre das, glaube ich, nichts mehr. Aber ich weiß zwar immer, was genau zu tun ist, aber wie gesagt, mit dem Löten, ich weiß nicht warum, aber jedenfalls, das ist ja auch das Schöne dann an so einer Teamarbeit unter dem Motto, toll, ein anderer macht's. Nein, also da waren wir beide wirklich froh. Markus hat sich sowieso gefreut, deswegen hat er auch gerne sein Personenwagen-Set zur Verfügung gestellt. Der hat also am meisten von dieser ganzen Geschichte profitiert. Christian Hanke, wie gesagt, wir hatten uns alle am Sonntag vor zwei Wochen hier getroffen und haben gedacht, wir kriegen das alles so locker in zwei, drei Stunden hin. So mit Vorbereiten, Video drehen oder so. Dem war dann nicht so, weil wir auch viel zu viel gesappelt haben. Aber wie ihr das in dem Bild gesehen habt, also wir hatten Spaß und Freude und wir haben uns auch so ein bisschen aufgeteilt. Christian hat angefangen zu löten, Markus hat die Wagen alle aufgemacht
und hat sie mit Passagieren beklebt. Und ich habe mich um die Kupplung gekümmert, habe sie dementsprechend markiert, all solche Dinge und mit Sekundenkleber das ein oder andere gemacht. Aber dazu dann später mehr. So also der Aufbau. Das heißt, ihr bekommt heute ein wirklich tolles Video von Christian Hanke mitzusehen, wie er eben komplett einmal diesen Umbau eines Personenwagens, nämlich sprich Einbau der stromführenden Kupplung, die Beleuchtungsplatine, mit welchen Tricks er da arbeitet, wie er die Platinen befestigt. Tolle Tipps dabei, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, könnt ihr euch freuen. Bevor wir jetzt aber wirklich voll ins Thema einsteigen, habe ich noch zwei wichtige Dinge, die mir am Herzen liegen. Und ich wollte zuerst eine Extrasendung machen, aber das wird dann alles so viel. Wir haben noch so viele Themen. Deswegen denke ich, packen wir das hier kurz mit rein und ich fasse mich auch kurz. Also, auf der einen Seite geht es um das Thema Wunschhausen. Der Steffen hat ja im letzten Chat es nochmal angesprochen, letzte Woche Sonntag auf der Premiere im Chat, hat er ja gefragt, ob da nicht Leute sind, die Wunschhausen und Wunschhausen XL bauen und ob es da nicht die Möglichkeit gibt eines Austausches, weil hier über YouTube ist das relativ schwierig. Ihr könnt ja hier jetzt nicht irgendwas posten, keine Links, keine Bilder oder sonstiges. Und da habe ich das ja schon angedeutet, dass vielleicht die Möglichkeit besteht, dass wir für alle Wunschhausen und Wunschhausen XL Anlagenbauer und Fans, die sich die Gleispläne auch gekauft haben, eine WhatsApp-Gruppe gründen können. Und da habe ich gedacht, okay, und da ich das aber nicht schaffe, das jetzt auch noch zu moderieren, um mich darum zu kümmern, und der Steffen ja derjenige war, der da großes Interesse dran hat, weil er nämlich gerade dabei ist, diese Anlage zu bauen, er ist wohl mit dem Rahmen jetzt fertig, und sucht eben den Austausch. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe ja auch damals für unser Burgstein- und Eschborn-Projekt schon gemacht. Und da kann ich euch nur sagen, holla die Waldfee, der Austausch dort ist phänomenal. Und WhatsApp ist da eine ideale Kommunikationsmöglichkeit, weil ihr könnt da Videos, Fotos schicken jederzeit und so. Und es ist nicht wie im Forum, wo dann einer immer die Haftung trägt oder so. WhatsApp, was ihr da macht, das könnt ihr frei entscheiden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der Steffen, dem habe ich dann gesagt, Mensch, dann gründe du doch einfach eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Wunschhausen und ich werde das hier auf YouTube dementsprechend veröffentlichen und dann läuft es wie folgt. Ich blende euch die E-Mail-Adresse von dem Steffen ein. Auf diese E-Mail-Adresse schickt ihr bitte, wenn ihr Interesse habt, an dieser Gruppe teilzunehmen, schickt ihr ihm bitte eine Mail mit eurer Handynummer. Dann kann der Steffen mit dieser Handynummer euch eine Einladung schicken und dann könnt ihr dieser Gruppe beitreten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich möchte bitte, damit das auch wirklich im Interesse derer bleibt, dass sich da nicht jeder jetzt einfach meldet und dem Steffen da jetzt irgendwie eine Mail schickt, sondern wirklich nur die, die selber Wunschhausen oder Wunschhausen XL bauen oder bauen wollen, sich den Gleisplan bei uns bestellt haben. Und es sind immerhin, wir haben das den ersten Gleisplan am 8. Januar diesen Jahres präsentiert, also Wunschhausen haben wir ja angefangen, Wunschhausen XL kam dann eine Woche später oder zwei Wochen. Und es sind mittlerweile weit über 300 Gleispläne von uns an euch versendet worden. Also muss es ja eine relativ hohe Anzahl an Interessenten geben. Und selbst wenn es dann nur 20, 30 oder 40 sind, die tatsächlich diese Anlage jetzt bauen wollen. Und es ist völlig egal, ob ihr das jetzt nur in Deutschland betreibt oder auch unsere lieben Freunde in der Schweiz oder Österreich. Also ihr seid aufgerufen und ihr, wenn ihr Lust habt, hier gemeinsam euch zu befruchten, sage ich mal, und euch zu unterstützen, gerade wie gesagt mit Videos, mit Bildern, mit Tipps. Ich bin natürlich auch eingeladen und auch ich werde dort, wenn es nicht gerade 1000 Fragen pro Tag sind, werde ich auch gerne dort für euch gewisse Dinge beantworten, posten oder sonstiges. Also von daher, wie gesagt, ich blende euch das ein, beziehungsweise E-Mail-Adresse von dem Steffen. Dort schickt ihr bitte eure Mail hin, also ihr schreibt ihm bitte eine Mail mit eurer Handynummer und dann verschickt er euch eine Einladung, dann könnt ihr dieser Gruppe beitreten. Das war das eine. Und das andere, wir hatten vor einigen, mittlerweile glaube ich war das vor 2 Monaten oder so, ja mal das Thema Kanalmitgliedschaft etc. Dass das Thema vom Tisch ist, wisst ihr alle, es bleibt ja so wie es ist. Dafür gibt es ja diese Möglichkeit, das seht ihr jetzt immer unter jedem Video von uns, über diese Super Thanks
Funktion, uns eine kleine Spende zukommen zu lassen, wenn ihr das Ganze, und das müsst ihr bitte nicht bei jedem Video machen, aber wenn euch ein Video besonders viel vielleicht gebracht hat oder gute Tipps für euch dabei waren, dann freuen wir uns natürlich über so eine kleine Spende. Das ist freiwillig und das beginnt bei 1 Euro. Also, und einfach auf den Super Thanks-Button unten klicken und dann wisst ihr, das haben schon viele von euch genutzt. Und ich wollte schon die ganze Zeit mich eigentlich bei euch allen bedanken. Jetzt könnte ich das alles vorlesen, es sind aber eine ganze Menge. Vielen Dank auch dafür. Deswegen einfach an dieser Stelle werde ich jetzt mal so nebenbei unten als Laufband oder so die ganzen Namen einmal kurz einblenden, die in den letzten Tagen uns über Super Thanks eine Spende haben zukommen lassen. Und dann nochmal bitte an dieser Stelle an euch alle, die ihr diese Super Thanks-Funktion genutzt habt und uns dementsprechend was Gutes getan habt, meinen allerherzlichsten Dank. Ganz, ganz toll. Wir haben uns riesig gefreut. Da waren Spenden bei, da waren auch deutlich mehr als irgendwie 2,49 Euro oder 2,99 Euro. Also von daher für eure Großzügigkeit mein allerherzlichstes Dankeschön und auch von meiner Frau Sorana, die sich darüber freut, weil sie muss das immer sortieren und eintragen, weil wir erfassen das, damit wir eben dann auch zwischendurch wie jetzt solche Einblendungen machen können, um uns bei euch zu bedanken und einmal hier kurz durchlaufen lassen, wer denn alles da gespendet hat und somit auch unser Dankeschön nochmal separat ausdrücken. So, das soll es dann aber an dieser Stelle auch gewesen sein. Jetzt wollen wir tatsächlich einsteigen in das Thema Wageninnenbeleuchtung von Personenwagen und stromführende Kupplung und was alles dazugehört. Ich würde fast sagen, dass wir mit diesem tollen Video von, doch, nicht nur fast sagen, sondern so machen wir es auch. Ihr seht, ich hab ja zwar hier ein paar Zettel, wo ich mich vorbereitet habe und ich war mir aber nicht sicher während des Videos, in welcher Reihenfolge wir das jetzt genau machen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich zeige euch jetzt zuerst das Video von dem Christian Hanke, sage auch schon mal ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Christian, also Grüße an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, weil er hat es nämlich dann zu Hause gemacht, um die restlichen Sachen fertig zu machen und hat da für euch dieses Video gedreht. Mit allen wirklich tollen Hinweisen. Und nach dem Video sehen wir uns dann und dann zeige ich euch nochmal, fasse ich so ein paar Dinge zusammen, die der Christian so nebenbei so erklärt hat. Und möchte euch aber, weil es gibt zwei, drei Dinge, auf die müsst ihr unbedingt achten, damit es dann genauso schön verläuft und ihr das Endergebnis, und das ist das, was ihr dann im zweiten Teil sehen werdet. Wir sehen uns also nach dem Video von Christian wieder und dann erzähle ich euch ein paar Dinge zu den speziellen MacLean-Schleifern, die ihr braucht, zu den Elkos, zu unserem Angebot, was die Passagiere betrifft, wie wir mit Vallejo-Farben die Magnetkupplung markieren können. Also ich habe hier schon mal ein Pärchen für euch. Auch dazu werde ich einiges sagen, weil es gibt so zwei, drei Dinge, auch wenn das Endergebnis sensationell ist, ihr werdet es ja sehen. Und ich habe auch tolle Bilder, wie gesagt, und Videos für euch vorbereitet, wie genial diese Magnetkupplung tatsächlich funktionieren, wie einfach das Ganze ist, gerade das An- und Abkuppeln. Aber dann die Spezialitäten und worauf ihr achten solltet, das machen wir dann im Anschluss. Also wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video von Christian Hanke bei Christian Hanke und danach sehen wir uns wieder. Ja, nachdem ihr dann das Dach entfernt habt, seht ihr den Wagen dann so. Jetzt könnt ihr ihn vorbereiten, die Figuren schon mal entsprechend positionieren, so wie ihr euch das vorstellt. Markus hat das hier alles schon mal vorbereitet für seine Wagen. Und wir brauchen ja auch noch für die Beleuchtung einen Elko. Den haben wir hier an dieser Stelle positioniert, weil er leider hier nicht reinpasst und da auch nicht. Das wird zu breit, das steht ein bisschen über.
Deshalb haben wir ihn an dieser Stelle positioniert. Da der dunkelbraun ist und ein bisschen nach links versetzt ist, sieht man den dann auch nicht. Ich kann das mal einmal zeigen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ganz leicht kann man den noch erkennen, aber eigentlich fast gar nicht. Insofern kann man den dort an dieser Stelle sehr gut positionieren. Der ist mit Sekundenkleber einmal festgeklebt, mit dem Aktivator dann fixiert worden. Ja, und jetzt haben wir den Wagen ohne Kupplung, die Figuren festgeklebt, den Elko festgeklebt. Und nun beginnen wir als erstes die Beleuchtung vorzubereiten auf der linken Seite. Also die Stromflussrichtung ist von vorne. Das ist der zweite Wagen nach dem stromführenden Wagen. Den stromführenden Wagen haben wir ja schon vorgestellt. Und hier wird dann auf der Seite erstmal die eine stromführende Kupplung, die von dem ersten Wagen, von dem stromführenden Wagen, dann weiterführt. Und die klemmen wir jetzt gleich hier rein, führen die Kabel hier hoch. Und ja, dann will ich euch einmal zeigen, man kann natürlich diese Beleuchtung am Wageninneren hier einfügen und dort dann fixieren mit Haftpads oder auch Sekundenkleber oder so. Dann ist es nur fest. Und ja, ich persönlich mache es immer so, dass ich die Beleuchtung, sofern es geht, versuche irgendwie mit Schrumpfschläuchen festzumachen. Ich zeige euch einmal das Prinzip, wie ich das meine. Ich nehme Schrumpfschläuche, die ungefähr so groß sind wie die Lichtleiste. Die werden natürlich dann noch mit dem Feuerzeug dann festgemacht. Achtet darauf, dass ihr keine LED verdeckt, sondern nur die Lötpads am Anfang. So. Und wenn man die mit dem Feuerzeug warm macht, dann werden die fest. Genauso hier an der Stelle. Ne? So. Und dann kann man, wenn die dann fest sind, geht jetzt, glaube ich, so auch schon für Demozwecke, kann man die nachher schön in diese kleinen Abteile, weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, meine Hände sind leider davor, einfach so da reinstecken. Die sind noch flexibel, aber da wackelt auch nichts groß hin und her, also es fällt auch nicht raus. Und das Wagendach passt dann noch wunderbar da drauf. Bei diesen stromführenden Kupplungen macht es durchaus Sinn, diese farblich zu markieren mit dem Pol, der angeschlossen ist. Wir sind jetzt hier beim stromführenden Wagen, hier mit der Masseaufnahme, hier mit dem Schleifer. Und die sind ja hier mit den stromführenden Kupplungen dann verbunden. Und hier der Pol, wo Plus ist, da haben wir jetzt einmal diese Nase etwas rot angemalt. Und das Gegenstück, das ist ja diese Kupplung hier, die jetzt in einem anderen Wagen hineingehen wird. Da haben wir es ein bisschen braun markiert. Ja, so kann man das sehr gut nachvollziehen an den Kabeln. Wir haben auch hier, also bitte nicht wundern, diese Kupplungen, die ich jetzt hier verwende, das sind gebrauchte von mir. Ich habe die jetzt hier auch mal rot und braun markiert, auch hier oben an den Spitzen. Da ist auch braun, da ist rot. Und genauso bei dieser Kupplung, die jetzt auf der anderen Seite des Wagens gleich rankommt, ist es auch farbig markiert. So, den stelle ich mal wieder weg. Den brauchen wir jetzt momentan nicht. Also beginnen wir mal damit, die erste Kupplung einzubauen. Die sollte so nach unten zeigen, also sprich, dass dann die Na dieser Nippel, der hier unten ist, nach unten zeigt. So, der wird einfach hier in diesen NEM-Schacht eingeführt. Bitte darauf achten, dass die Kabel nicht dazwischen kommen. Genau. Es wird hier so aufgesteckt. Und die Kabel können dann unter den Rädern durchgeführt werden. Ich ziehe die erstmal einmal durch. Darauf achten, dass das hier alles noch frei beweglich ist. Aber diese Käbelchen, die sind wirklich sehr flexibel und dünn.
Das macht keine Probleme. Jetzt es wird hier in das Loch von dem Drehgestell. Dort werden die Kabel erst einmal durchgeführt, sodass die auf der anderen Seite oben wieder rauskommen. So, das haben wir hier. Und das gleiche natürlich jetzt auf der anderen Seite auch. So, die zweite Kupplung ist dran und jetzt führen wir einmal die Kabel durch die Sitzplätze durch. Und zwar ist hier ein Loch hier unten, wo die Kabel dann hier wieder rauskommen. Die müssen auch dort wieder rauskommen. Warum, zeige ich jetzt gleich. Weil ja dann hier die Beleuchtung mit diesem Schrumpfschlauch genau an dieser Stelle rein soll. Ne? Das heißt, wir führen jetzt erstmal den Schrumpfschlauch auch, also das Kabel durch den Schrumpfschlauch durch. So. Und führen den mal nach unten. Weil wenn wir das jetzt die Kabel gleich hier angelötet haben, bekommen wir einen Schrumpfschlauch natürlich nicht mehr drauf. Ne? Deshalb muss das erst durchgeführt werden, auf der anderen Seite genauso. Das mache ich auch nochmal eben schnell. Die Arme des Ärmchen des Elkos hier, die sind natürlich ein bisschen zu lang. Die müssen noch eingekürzt werden. Die brauchen auch nicht so lang sein. Wichtig ist nur, dass ihr darauf achtet, was ist Plus und Minus. Hier an dieser Stelle ist da, wo der weiße Streifen auf dem Elko drauf ist, also auf das kürzere Drehtchen ist die Minusseite und die längere ist die Plusseite. So, da müssen wir jetzt natürlich gleich drauf achten beim Anlöten. Angelötet wird von der Lichtleiste. Hier sind so zwei kleine Lötpads gekennzeichnet mit C und I oder Minus. Und dieses Minus, das muss natürlich dann auf die Nullseite hier, also auf die weiße Seite von dem Elko und die Plusseite auf die andere Seite. Nun kürze ich aber erstmal die Ärmchen ein. Können ruhig etwas kürzer sein. Können wir auch noch ein bisschen zur Seite biegen. Ja, mit der großen Zange ist ein bisschen schwierig. Ups, so. Dann und jetzt bleibt nur noch ein Schritt offen, nämlich diese Kabel hier an diese beiden Lötpads anzuschließen. Da müssen wir natürlich jetzt auch wieder auf Plus und Minus achten. Man sieht auf der Lichtleiste sehr gut, wo Plus und Minus ist. Kommen wir ein bisschen näher ran. Also hier sind die Plus- und Minuszeichen. Das heißt, der rote Draht müsste jetzt gleich auf den linken äußeren Pad und der braune Draht, den wir braun gekennzeichnet haben hier, der muss auf die rechte Seite. So, das war's schon. Jetzt müssen wir natürlich gleich noch das Kabel entsprechend verstecken im Wagen. Jetzt aber erstmal den Schrumpfschlauch da drüber schieben, so dass er nicht diese LED verdeckt. Und dann machen wir gleich erstmal einen Test. Ja, eins hätte ich fast vergessen zu zeigen, nämlich wir haben jetzt ja hier diese Lichtleiste und die wird hier, das sieht man jetzt wahrscheinlich kaum dunkel auf dunkel, wird der jetzt von der stromführenden Kupplung versorgt an diesen beiden Lötpads. Aber um jetzt den Strom auch in den nächsten Wagen zu bekommen, der nach hinten weiter folgt, müssen wir jetzt den Strom noch verlängern mit Plus und Minus auf diesen beiden Pads auf der Lötleiste entlang legen und hier hinten dann mit den Kabeln der nachfolgenden stromführenden Kupplung noch verbinden. Aber das zeige ich dann jetzt mal. Ich nehme dazu einfach so ein braun-gelbes Kabel, mache das 1 cm länger insgesamt als die Leiste selbst. So, kürze das jetzt mal. Dann muss man das natürlich noch abisolieren.
Das Abisolieren sollte man nicht zu viel machen, weil auf diesen kleinen Lötpads kann man jetzt kein so ein langes Kabel drauflöten, weil es sonst hin und her schlackern würde und vielleicht noch einen Kurzschluss erzeugen würde. Deshalb lieber kürzer machen, dann mit so einer Zange oder auch mit einem Seitenschneider ungefähr die Länge, würde ich sagen, abisolieren. So. Und dann am besten die Enden auch einmal mit Lötzinn verzinnen. Das mache ich mal eben. So, nun wird das Kabel mit normalem Tesafilm, hier solche kleinen Tesafilmstücke, auf der Lichtleiste festgeklebt. Dazu müsst ihr allerdings darauf achten, dass es erstens mittig ist und zweitens ihr die LEDs nicht zuklebt. Deshalb immer einmal so gucken. Ich weiß nicht, ob die dann zu heiß werden oder nicht, aber auf jeden Fall würde der Kleber warm werden und sich dann wieder lösen. Deshalb nicht bei den LEDs, sondern irgendwo in dem Zwischenraum. So. Ich mache mal drei solche Streifen. Einen in der Mitte, einen links und einen rechts. Damit das Kabel nicht einfach sich nachher löst und dann in dem Innenraum vielleicht noch zu sehen ist. Das wollen wir ja nicht. Ne? Gut, jetzt werden die beiden Kabel braun, natürlich wieder auf der Minusseite, auf diesem Pad aufgelötet und gelb in diesem Fall auf der Plusseite. Dazu muss ich das mal eben hier einrichten. Kleinen Moment. So, ich habe die Kabel jetzt soweit ausgerichtet, sodass die jetzt gelötet werden können. Dann kann jetzt der Schrumpfschlauch drüber gezogen werden. Hier ist die LED, das heißt, da müssen wir jetzt auch stoppen. Ganz kurz ein Feuerzeug ranhalten und man sieht, da zieht sich richtig schön einmal rumherum und man kann das immer noch wunderbar um die Ecke wiegen. So, jetzt haben wir noch die beiden Elko-Anschlüsse, die noch verlötet werden müssen. Und hier kommt noch das Stück Schrumpfschlauch. Nicht zu weit. Gucken. Ja, passt. Und auch dieses wird hier reingesteckt. Gut, das war's. So, da bin ich also wieder. Erstmal nochmal herzlichen Dank, Krishan, für dieses tolle Video. Ich denke, das war eindeutig für euch. Ihr konntet genau sehen, wie er das gemacht hat. Ich finde auch seinen Tipp, wie er die Sachen befestigt, nämlich sprich mit diesem Schrumpfschlauch und dann nicht immer alles ins Dach kleben, weil das ist nämlich auch nicht ganz easy. Und dann ist es definitiv, de facto müsst ihr das Dach, wenn ihr den Wagen dann wieder abnehmt, immer, dann dürfen die Kabel nicht zu lang sein, beziehungsweise nicht zu kurz und so weiter. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Lösung mit diesen Schrumpfschläuchen. Perfekt. Und wie gesagt, es hält ausreichend, weil Märklin ist keine Carrera-Bahn, also ihr fahrt da ja keine Loopings oder sonstiges. Also von daher finde ich eine wirklich feine Lösung. Jetzt aber nochmal für euch, will ich das so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar die wichtigsten Dinge, auf die ihr achten müsst. Weil wenn ihr so ein Video seht, wie jetzt eben von dem Christian Hanke, das kann der noch so toll drehen, gewisse Dinge, und sonst müsst ihr das euch immer wieder angucken. Deswegen möchte ich jetzt nochmal so ein paar Besonderheiten für euch zusammenfassen. So wie eine Art Resümee. Also,
Was haben wir gebraucht? Wir haben ja den ersten Wagen und jetzt von diesem fünfteiligen Set, es steht vor mir, ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe natürlich da was vorbereitet. Ich zeige euch mal, mache ich das jetzt schon? Ja, ich zeige euch mal ein Video von diesem Zug, wie er jetzt hier bei mir auch steht. Und da könnt ihr einmal sehen, und ich habe das hier auf diesem Tisch, und der Tisch hat nur eine Breite von 80. Das heißt, ich habe hier ein Oval aufgebaut, und das musste ich dann logischerweise mit Radius 1 tun. Und genau das ist aber auch der springende Punkt, weil es gab ja den einen oder anderen Kritiker immer bei diesen Magnetkupplungen, der gesagt hat, naja, Magnetkupplung Radius 1, wenn die so eng aneinander sind, wie safe ist das? Ich kann euch das gleich beweisen, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Ich spiele euch da mal ein Video zu ein, weil ich habe das hier nämlich mit Radius 1 dann aufgenommen. Und das lasse ich jetzt mal nebenbei laufen. Und dann könnt ihr sehen, dass also auch hier Radius 1 mit diesem fünfteiligen Personenwagen-Set überhaupt gar kein Thema ist. Also die Beleuchtung ist überhaupt kein Problem. Ihr seht, dass da nichts flackert oder unterbrochen ist, was natürlich aber auch unter anderem daran liegt, dass wir natürlich Elkos verbauen, also diese Pufferspeicher. Das ist natürlich ganz entscheidend, aber das betrifft nicht nur die Kupplung als solches, weil die gleiche Problematik hättet ihr theoretisch auch bei den normalen RTS-Kupplungen oder stromführenden Kupplungen bei MacLean. Auch da kann es theoretisch bei ganz engen Radien oder gerade so diese weichen Straßen, denkt mal an so einen Bahnhof mit den normalen Weichen, wo ständig S-Kurven oder so gibt. Auch da ist die Problematik bei stromführenden Kupplungen, wenn die Kulissenführung so dermaßen belastet wird durch diese S-Kurvenführung oder so, dass es da theoretisch auch zu Flackern kommen kann. Was aber ganz entscheidend ist, und das seht ihr auch auf manchen Videos, auch auf YouTube, dass da eben sehr viel an Innenbeleuchtung flackert. Und das könnt ihr nur vermeiden, und das ist jetzt auch von der stromführenden Kupplung völlig unabhängig, indem ihr bitte wirklich für jeden Wagen so ein Elko, sprich Pufferspeicher, einsetzt. Das ist das A und O. Das Wichtigste, würde ich sagen, überhaupt bei dieser ganzen Geschichte. Weil wenn ihr euch schon so viel Mühe gibt und da Personen reinsetzt, alles beleuchtet und so, das ist ja auch nicht gerade wenig Arbeitsaufwand, wie wir gerade bei Christian Hanke gesehen haben. Aber das Ergebnis ist natürlich traumhaft schön und entschädigt nachher für alles. Aber wenn ihr da dann vergesst oder meint, ihr müsstet an diesem 1 Euro oder 2 Euro Elko sparen, dann zäumt ihr das Pferd von hinten auf. Dann seid ihr falsch beraten, definitiv. Also Elko, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dann jetzt nochmal zu diesen stromführenden Magnetkupplungen. Da gibt es eine Besonderheit. Also die haben ja wirklich, ihr habt es ja auch gesehen im Video und Christian hat es ja auch mehrfach erwähnt, diese feinen Drähte, die sind wirklich toll. Damit habt ihr kein Problem bei der Kulissenführung. Es gab mal eine Ausfertigung von diesen stromführenden Magnetkupplungen mit etwas dickeren Kabeln, was dafür gesorgt hat, dass eben die Kulissenführung dann nicht hundertprozentig freigängig blieb und dafür gesorgt hat, dass es teilweise Entgleisung gab oder dass sich die Kupplung gelöst hat. Das ist seit 2 Jahren, ja vor 2 Jahren war das, glaube ich, mit dieser einen Tranche, da war das ein Versuch. Aber hier kann ich euch sagen, super dünn, super flexibel, also habt ihr wie gesagt überhaupt kein Problem und ihr habt gerade die Videos gesehen mit Radius 1, also kein Thema, wirklich kein Thema. Wenn ihr diese Kupplung von uns bekommt, wir bieten sie einmal als Paar an, also das ist sprich ein Zweier-Set, dann sind sie so in der Tüte und dann, ich guck mal, wie kriege ich das hin? Ja, das ist ja auch wieder toll. Also, ich zeige euch mal den einzelnen, also so sieht es ja aus oder ich mache es einfacher, ich blende euch ein Foto ein, dann könnt ihr das auch sehen. So, aber wenn ihr das eben dementsprechend bekommt, dieses Kupplungspärchen oder auch das Fünfer-Set. Also das Fünfer-Set ist natürlich ein Tick günstiger als jetzt ein Paar, aber nicht jeder will gleich mit dem Fünfer-Set loswerden. Manche haben vielleicht auch nur ein Dreier-Set oder wollen erstmal testen, was ich ja auch immer verstehen kann. Ganz, ganz wichtig, aber für euch alle ist, wenn ihr dieses Pärchen bekommt oder diese 5 Pärchen, dann ist ein Paar nicht für einen Waggon. Sondern, weil sie ja so jetzt genau haften und sich auch aneinander ziehen, also ihr seht, da ist echt, da brauchst du schon ein bisschen Power für und deswegen kann ich euch auch beruhigen für diejenigen, die immer sagen, ja, was ist denn mit mehr als 5 Wagen oder so, auch kein Problem. Also wir hatten auch schon
Das war aber im alten Laden von Hamburg. Da hatten wir auch ein Set mit 8 Wagen. War auch überhaupt gar kein Problem. Also diese Magnetkupplung, die haben eine echt starke Haftung und die halten echt was. Das ist schon phänomenal, was so kleine Magnete tatsächlich gewährleisten und bewerkstelligen können. Wichtig ist aber, dass ihr das eben nicht, wenn ihr jetzt so einen Wagen habt, dass ihr das jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt die Kupplung einmal für links vom Wagen und einmal für rechts, sondern diese Pärchen bitte immer so verbauen, dass sie als Pärchen nachher auch ankuppeln. Sprich, dann müsstet ihr jetzt diese Seite würde jetzt an dem einen Wagen, also das wäre jetzt, hier wäre jetzt Wagen 1 und das wäre Wagen 2. Nur so funktioniert es, weil wenn ihr die anderen habt, dann kann es auch sein, dass die Magnete sich eben nicht anziehen, sondern abstoßen und deswegen bitte immer dieses Pärchen nehmen und dann aufteilen. Also sprich, nicht pro Wagen, sondern pro Kupplungsverband. Also Wagen 1, Wagen 2 und dann dementsprechend Wagen 2 und Wagen 3 und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr wisst. Dann in dem Video, der Christian hat es angekündigt, ich habe die vorher markiert und das kann ich euch auch nur empfehlen, weil wenn ihr das hier seht, dann ist hier an jeder Kupplung ist ja so ein kleiner, ich komme mal ein bisschen weiter vor, seht ihr ja hier so ein Nupsi. Und dieser Nupsi, ich drehe den jetzt mal zu euch, das würdet ihr von oben, wenn ihr auf den oberen Wagen seht, also so ist es ja gekuppelt. Sprich, hier unten wären jetzt die Pukos und hier oben wären jetzt die Wagen. Das heißt, diese obere Schicht hier, die markiert ihr bitte einmal mit Rot und bei der gegenüberliegenden Kupplung mit Braun. Dann habt ihr nachher immer definitiven Hinweis und könnt nicht die Waggons falsch zusammenkuppeln. Ich habe hier einfach mit einem dünnen Pinsel, habe ich hier oben die Lasche, habe ich einmal rot markiert und hier einmal mit Braun. In unserem Farbset oder wenn ihr das sonst auch habt, nehmt ihr einfach entweder so ein Braun-Cent, weil das ist ein bisschen heller, kann man besser erkennen und einmal so ein Verkehrsrot oder Knallrot. Damit habe ich das gemacht. In dem Video von Christian habt ihr es ja auch gesehen. Das hilft euch ungemein. Erstens wisst ihr dann auch bei dem jeweiligen Kabel rechts und links, welches Kabel dann rot und welches dann braun ist, beziehungsweise Plus und Minus. Und dann kann ich euch nur empfehlen, mit der gleichen Farbe auch die Enden der beiden Kabel einmal kurz zu betupfen, einmal einen roten und einmal einen braunen Punkt zu machen. Das hilft einfach ungemein. Wenn ihr das nachher 25 Mal gemacht habt oder die Vollprofis sagen, ich brauche da keine Farbe, ja, dann lasst es halt weg. Ich kann euch das nur empfehlen, weil selbst für Christian, der hat immer gesagt, es war eine Riesenhilfe für ihn, dass ich diese Kabel vorher alle schon markiert habe. Weil wenn man da mittendrin dann beim Löten ist, ist es einfach extrem hilfreich, wenn man genau weiß, wo was rankommt. Beim Elko natürlich genau das Gleiche. Auch da seht ihr das, da sind ja 2 Fühler dran. Auch da dürft ihr Plus und Minus nicht vertauschen, sonst bringt es nichts. Und das ist aber eindeutig gekennzeichnet, weil auf der einen Seite ist ganz groß ein grauer Balken auf dem Elko mit der 0, sprich für Minus. Wenn ihr das also alles berücksichtigt, dann habt ihr eben dieses wunderschöne, traumhafte Ergebnis. Und wie leicht sich dann die Wagen an- und abkuppeln lassen, das wollte ich euch zumindest zeigen und deswegen habe ich das im Vorfeld gedreht. Und da würde ich mal sagen, ich zeige euch erstmal ein Video mit Ankuppeln. Und zwar bin ich sogar mit, also das Wagenset ist ja 5-teilig, bin ich mit der Lok. Und dann habe ich an unterschiedlichen Positionen die Wagen einfach mal getrennt und bin vorsichtig mit der Lok rangefahren. Das zeige ich euch jetzt. So, und was ich euch natürlich auch zeigen möchte, ist, wie einfach man das auch abkuppeln kann. Also, jetzt stellt euch vor, ihr seid im Schattenbahnhof, ihr müsst die Züge mal trennen oder auch an Stellen, wo ihr vielleicht, Schattenbahnhof, oben im Bahnhofsbereich auch kein Thema. Was ihr natürlich jetzt, was jetzt nicht mehr funktioniert, aber das dürfte jedem klar sein, aber ich will es vorsichtshalber nochmal sagen, ist natürlich, hier funktionieren jetzt keine Entkupplungsgleise. Aber diese Entkupplungsgleise funktionieren auch nicht mehr bei den RTS-Kupplungen oder bei den stromführenden MacLean-Kupplungen. Der große Vorteil ja bei den stromführenden Magnetkupplungen hier ist ja, dass wir keine einpolige Verbindung haben wie bei den RTS-Kupplungen oder bei den stromführenden MacLean-Kupplungen, die ihr kennt, egal ob das jetzt früher die starren Verbindungen sind oder jetzt auch die neuen und auch mit die neuen mit der NEM-Höhe. Das Prinzip ist da ja das gleiche. Es sind MacLean-Kurzkupplungen, stromführend. Aber eben nur einpolig. Das heißt, es wird immer nur Plus durchgeschliffen.
Hier bei unseren Strom für eine Magnetkupplung, die sind ja zweipolig, hat einen riesen Vorteil. Plus und Minus werden durchgeschliffen. Ihr braucht also keine Masseschleifer an den anderen Wagen, gar nichts. Das müsstet ihr nämlich sonst immer machen. Wenn ihr die normalen einpoligen stromführenden Kupplungen nehmt, müsst ihr ja trotzdem an jedem Wagen noch unterm Drehgestell einen Masseschleifer anbringen, das dementsprechend anlöten und verlöten. Hier haben wir das alles nur am allerersten Wagen gemacht. Und am allerersten Wagen haben wir einmal den Schleifer und hier von dem Markus-Wagenset, von dem DSB, sind das die neuen 1:93,5, also die 28,2 Wagen. Und da mussten wir den asymmetrischen Schleifer nehmen. Ich halte euch das mal so ein bisschen rein. Also das war hier die Packung 73406 mit dem asymmetrischen Schleifer. Praktisch ist, dass da auch gleich ein schöner Masseschleifer bei ist mit angelötetem Kabel. Das haben wir beim ersten Wagen auch gemacht und ich habe das hier vorne stehen. Und wenn ich das hier schon so einfach habe, dann kann ich euch den zumindest einmal kurz zeigen. So. Dann muss ich einmal die Lok abnehmen. Ja. Ich weiß, eine merkwürdige Zusammenstellung, aber das war die Lok, die ist gerade vor ein paar Tagen gekommen. Diese schöne DR-weiße Lady. Und da habe ich mir gedacht, ach, die nimmst du jetzt einfach mal dafür. So, und hier an dem ersten Wagen, da könnt ihr das auch sehen, hier haben wir natürlich den Schleifer. Wir machen das so, wenn wir keinen Steuerwagen haben. Beim Steuerwagen ist es ja klar, der hat ja in der Regel schon einen Schleifer, auch wegen der Schleiferumschaltung für den Lichtwechsel rot-weiß. Hier bei diesem Personenwagen-Set haben wir also nur normale Personenwagen, keinen Steuerwagen. Wir hätten auch am letzten Wagen eigentlich noch, ist mir hinterher ist eingefallen, hätten wir natürlich auch noch die Schlussbeleuchtung einbauen können, zumal es die von MacLean ja auch fast fertig gibt, braucht ihr dann wirklich nur reinstecken und wieder anlöten. Hätten wir ja auch noch machen können, vielleicht machen wir das auch noch. Markus, wenn du das hörst, weißt du also, ne? Schlussbeleuchtung können wir auch noch machen. Aber zurück zum Wagen 1. Wir haben das auch hier für uns nochmal beschriftet. Das ist aber nachher für Markus einfach nur wichtig, weil das alles wieder in die Packung kommt, weil er mit seiner Anlage Salzland ja noch lange nicht so weit ist. Also, damit wir hier die richtige Verbindung haben. Aber jetzt kann ich euch sagen, also hier haben wir diesen asymmetrischen Schleifer, den haben wir hier eingesetzt, kann ich euch auch zeigen. Da könnt ihr das sehen, das ist also der Schleifer. Und hier haben wir, was ebenfalls in dem Set enthalten ist, einmal den MacLean Masseschleifer unten reingeklipst, angeschlossen. Ja, und das war's. Und dann beginnen wir eben, und das seht ihr auch, hier haben wir jetzt natürlich die normale Kupplung, die MacLean-Kurzkupplung. Und hier haben wir unsere erste stromführende Magnetkupplung. Und jetzt will ich mal gucken, ob ihr das so sehen könnt. Dann seht ihr vielleicht auch, dass wir das da eben rot, leicht rot markiert haben. Also da gehen wir. Das ist unser roter Strich, den ich mit der Vallejo-Farbe gemacht habe. Ja, das also dazu. Ganz, ganz wichtig. Bei jedem Personenwagen, bei MacLean, wenn ihr den Original kauft in der OVP, ist auch immer ein Hinweis von MacLean in dem Zettel dran, welches Schleifer-Set ihr da braucht. Weil es gibt insgesamt drei Stück, 73404, 405 und 406. Wir haben ja 406 mit dem asymmetrischen Schleifer. Dann gibt es noch einen asymmetrischen, den 404. Der ist aber ein bisschen anders, der ist nicht ganz so weit außen. Und für die meisten 1:100 Wagen, also sprich für die alten MacLean-Wagen, wenn ihr davon noch eine ganze Menge habt, so wie alte Rheingold-Sets oder Rheinfei oder solche Sachen, zumindest also die 1:100. Da ist es meistens dann das Schleifer-Set 73405. Ich verlinke euch das aber alles auch nochmal in der Infobox. Wir haben auch bei uns speziell im Shop auch nochmal eine Kategorie bei den Themenwelten. Es gibt ja auch MMC-Themenwelten. Wer es noch nicht gesehen hat, oben links in der Navigation, aber sonst verlinke ich euch das auch. Da gibt es auch die Themenwelt Waggon in Beleuchtung unter anderem. Da sind auch all diese Artikel auch nochmal genannt. Jetzt aber zu der Besonderheit, was wir hier haben. Also, diese stromführende Magnetkupplung, übrigens, auch wenn wir sie als unsere bezeichnen und ihr von uns sie nur in so Klarsichttütchen bekommt, kommt ja immer mal wieder die Frage, ja, wo sind die denn her? Also, das kann ich euch Folgendes sagen. Ich bekomme sie vom André aus der Schweiz und der bestellt sie in Italien bei Almrose. Damit das auch mal geklärt ist, weil ich weiß ja, das gibt immer so ganz Schlaue von euch, die sagen, es sind ja gar nicht eure, sondern die sind ja von Almrose. Ja, ihr könnt sie natürlich auch direkt versuchen, in Italien zu bestellen, ist bloß ein bisschen umfangreicher und auch mit dem Porto, mit dem Versand. Und wir kaufen es eben dort ein und das jetzt auch schon seit 5 Jahren, glaube ich. Und wie gesagt, die letzte, seit 2 Jahren oder so, laufen diese stromführenden Kupplungen von Almrose dank dieser ganz dünnen Kabel wieder perfekt. Also wir sind echt begeistert und
Das ist, ja, Schleifervorteil und so habe ich euch schon gesagt, zweipolig, Riesenvorteil. Und auch mit den An- und Abkuppeln, das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen oder das mache ich vielleicht sogar jetzt, wie einfach das ist, weil da habe ich auch ein Video vorbereitet, wie simpel das ist. Ich kann das hier mal wieder aufgleisen und spiele euch parallel dazu mal das Bild ein oder das kleine Video, wie einfach das ist, hier händisch an- und abzukoppeln. Jetzt nochmal drei Dinge grundsätzlich. Also, wir haben verschiedene Sachen da ja für euch im Angebot und verlinken das, wie gesagt. Wovon wir wirklich begeistert sind, und das ist ja die Frage bei der Innenbeleuchtung. Also, es gibt Innenbeleuchtung, da zahlt ihr für eine Innenbeleuchtung 16, 17 oder sogar 20 Euro. Bei McLean ist sie ja zweiteilig, weil es kurze Dinger sind, die ihr dann zusammenstecken müsst. Da liegt ihr, glaube ich, mittlerweile wirklich bei knapp 20 Euro. Ich rede jetzt immer von UVP. Wir haben hier unsere Waggon-Innenbeleuchtung, 23 cm lang, 12 LEDs sind drauf. Das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr möglichst auch die Chance habt, die Abteile gut auszubeleuchten. Also 12 ist schon eine anständige Anzahl für 23 cm und die 23 cm passen bei unseren 28,2 cm Wagen. Das ist ja maximale Länge bei McLean in der Regel, passen die wirklich perfekt. Sie sind regelbar. Natürlich haben Sie auch einen Poti, den ihr mit einem kleinen Schraubenzieher oder Schraubendreher ist ja die korrekte Ausdrucksweise. Natürlich auch noch könnt ihr das Ganze dimmen. Ihr könnt es runterregeln, ihr könnt es raufregeln. Und natürlich sind auch diese hier kürzbar. Das heißt, wenn ihr mal was Kürzeres habt, einen kürzeren Wagen und ihr wollt nicht unbedingt deswegen eine 140er Platine kaufen oder so, ihr könnt sie immer zwischen diesen beiden LEDs hier in der Mitte, könnt ihr die einfach durchtrennen. Ist überhaupt gar kein Thema. Sie sind sehr, sehr schmal und deswegen mögen wir die auch. Sie sind nämlich nur 5 mm breit, was den entscheidenden Vorteil hat, dass sie sogar für die Spur N einsetzbar ist. Also deswegen mögen wir die. Wir haben sie natürlich in warmweiß, meistens ist ja auch warmweiß. Es gibt sie natürlich bei uns auch in Gelb für die, die vielleicht in Epoche 1 oder Epoche 2 fahren, aber mit warmweiß sind wir in der Regel am besten dran. Sie ist fähig für eine Eingangsspannung von 9 bis 24 Volt, also überhaupt gar kein Thema. Wie gesagt, Poti, Gleichrichter, alles ist drauf. Und da bei uns kostet eben nicht eine so eine Leiste 17 oder 18 Euro, sondern wir reden hier, glaube ich, von knapp 6 Euro pro LED-Leiste und das 5er-Set dementsprechend günstiger. Also, wie gesagt, ich verlinke euch das auch noch. Dann zu den Personen. Natürlich könnt ihr in diese Personenwagen auch Preiserlines oder von Noch- oder von Faller-Figuren einsetzen. Mittlerweile nach den Preisanpassungen in den letzten zwei Jahren, dann würdet ihr aber für 6 oder 7 Personen sind wir ja mittlerweile zwischen 10 und 12 Euro. Das wäre ja für so einen Wagen viel zu teuer. Deswegen haben wir schon seit einigen Jahren bei uns immer diese günstigen, einfach bemalten sitzenden Passagiere und auch in dem Maßstab nicht 1 zu 87, sondern eher so 1 zu 100. Weil ja auch die meisten Wagen ja auch bei McLean maximal 1 zu 93,5 sind. 1 zu 87 gibt es da relativ wenig. Und dann ist es immer oft so, dann müsst ihr die Beine abknipsen, weil die Bänke flacher sind, als sie in Natura sind, weil der Unterboden ein bisschen höher ist. Deswegen kann ich euch nur empfehlen. Und bei uns kosten, glaube ich, 20 Stück sind in so einer Tüte drin, kosten irgendwie 5 oder maximal 6 Euro. Ich glaube, 4,99 sind die bei uns im Angebot. Also 20 People und genauso haben wir das hier auch bei diesem Wagen gemacht. Und 20 People in so einem Abteilwagen ist eine tolle Größe. Also pro Wagen ein Büdel mit 20, dann seid ihr mit 5 Euro dabei. Ja, perfekt. Ne? Also weil da Preise einsetzen, dann werdet ihr ja irgendwann dann ist der Umbau insgesamt nachher teurer als der Wagen. Das mit den Farben für das Markieren hatte ich euch erzählt. Was habe ich denn hier noch auf meinem wichtigen Zettel? Nö, das müsste es eigentlich so gewesen sein. Ach so, der Elko, auch wichtig. Also, Elko verlinke ich euch natürlich auch. Wir haben jetzt hier einen 1000er. Ab 470 geht das los. 470 bringt auch schon einiges. Aber wie lange so ein Elko
hier so ein Tausender bei uns nachhält, das kann ich euch auch nochmal zeigen, weil da habe ich auch ein kurzes Video gemacht. Nämlich, oder wenn ihr mal drauf achtet, ich blende euch das nochmal ein, wenn ich den Wagen abkuppel, achtet mal einfach, wie lange das Licht noch anbleibt. Ja, und auch daran könnt ihr sehen, wie wichtig so ein Elko ist, ne? Also wenn ein Elko so lange nachbringt, dann ist es eben, sind dann die Kupplungen nicht das Problem, eure Gleise. Ich meine, irgendwann müsst ihr sie natürlich trotzdem reinigen, weil sonst fährt auch die Lok nicht mehr. Aber wir wissen ja selber, wie es ist. Und wenn ihr mal so einige Videos auf YouTube seht, dann könnt ihr auch sehen, diese Flackerei, das ist dann natürlich weniger schön. Also, wenn wir solche Wagen schon beleuchten, dann ist nichts unangenehmer, als wenn die irgendwie an einem vorbeifahren und ständig irgendwie Licht an- und ausgeht. Das ist nervig, das sieht nicht schön aus. Deswegen Elko, 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 Elko. Und wie gesagt, das sind Euro-Artikel, wenn überhaupt. Wenn ihr das irgendwo bei Reichelt in großen Massen kauft, dann kosten die vielleicht 50, 60 Cent oder so. Früher waren es noch billiger, ist aber auch einiges gestiegen aufgrund dieser Halbleiterkrise. Elektronikteile sind ja auch teurer geworden, deutlich teurer. Ja, das also dazu, dass ihr wirklich danach vorgeht. Wenn ihr also anfangt, beginnt mit Wagen 1. Wenn ihr ein Steuerwagen-Set habt, dann ist es logischerweise der Steuerwagen. Dann habt ihr schon Schleifer unten dran. Dann müsst ihr nur noch den Masseschleifer anbauen. Einmal, und das ist der Vorteil eben, wie gesagt, bei den Magnetkupplungen, zweipolig, Riesenvorteil. Ihr braucht dann nachher unter keinem Wagen mehr irgendwelche Masseschleifer anbringen, Elkos einbauen. Ja, und dann habt ihr solche schönen Bilder, wie wir sie euch hier heute gezeigt haben, oder so schöne Ergebnisse mit diesen Wagensets. Und dann würde ich fast sagen, das soll es an dieser Stelle gewesen sein, weil es ist jetzt 13.40 Uhr. Ich muss das Ganze noch schneiden und will ja trotzdem versuchen, heute Sonntag, das für euch auch noch spätestens um 16 Uhr als Premiere zu starten. Also, vielleicht habe ich es ja dadurch geschafft, dass wir eben keine Stunde wieder haben, was auch schön wäre. Dann bedanke ich mich natürlich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Und ganz zum Schluss noch zwei, drei schöne Aufnahmen von Christian Hanke, weil der hat nämlich dieses Wagenset auch auf seine Anlage Hammerburg dementsprechend präsentiert, beziehungsweise getestet natürlich, und hat mir freundlicherweise davon auch ein paar Aufnahmen geschickt. Und die möchte ich euch jetzt zum Schluss noch einmal zeigen. Dann seht ihr diesen wunderschönen Zug, beziehungsweise dieses wunderschöne Wagenset von unserem Markus auf Hammerburg beleuchtet. Und auch da übrigens Kargleisanlage. Und da sind auch enge Radien verbaut, wenn er da unten dreht. Und ihr seht gleich die Ausfahrt, wenn es da rauskommt. Und dann könnt ihr sehen, da flackert, wie gesagt, nichts. Wunderschönes Ergebnis. Und mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Bleibt gesund und munter. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Wir sehen uns spätestens nächste Woche, wahrscheinlich sogar in 2-3 Tagen schon. Ich habe nämlich noch 2-3 Sachen für euch vorbereitet, war letzte Woche auch auf Tour. Habe mich ja mit André getroffen in Freiburg. Am Breisgau mit André und Rolf. Ganz interessante Story. Könnt ihr euch drauf freuen? Kommt wahrscheinlich Mittwoch. Bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Ciao, euer Meise.